Sehr geehrter Herr Alterspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, über § 14 des Entwurfs der Geschäftsordnung habe ich mich sehr erstaunt. Sie streichen nämlich den Satz 2 des ersten Absatzes. Damit gehen Sie, liebe Kollegen der CDU, genau den umgekehrten Weg Ihrer bayerischen Schwesterpartei. Die hat nämlich vor einigen Monaten erst in § 5 der Geschäftsordnung des Bayerischen Landtages Folgendes zur Gründung von Fraktionen festgelegt. Ich zitiere, Mitglieder des Landtags, die derselben Partei angehören, dürfen nur eine Fraktion bilden. Zitat Ende. Dies stand auch so in unserer alten Geschäftsordnung. Da waren wir als Sachsen Vorreiter. Und was machen Sie jetzt? Sie schmeißen den Fortschritt wieder über Bord. Nein, schlimmer noch, Sie wollen zusätzlich den Status von Gruppen für Abgeordnete einführen, die keine Fraktion bilden können. Das mag, lieber Herr Pallas, gut gemeint sein, ist allerdings von Ihnen handwerklich schlecht gemacht. Die Rechte von Fraktionen werden in Sachsen durch ein Gesetz geregelt. Welche Rechte Ihre ominösen Gruppen haben, soll dann der Ausschuss für Immunität und Geschäftsordnungsangelegenheiten empfehlen. Gruppen zu schaffen, deren Rechte noch nicht klar sind, deren Legitimation zweifelhaft ist, ist ein Blankoscheck, den wir Ihnen nicht ausstellen wollen. Legen Sie uns etwas Konkretes vor, Ihre Flickschusterei jedoch werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Wir jedenfalls bevorzugen die alte Regelung vorerst.